Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deponia. Wir gehen mal nochmal ins Rathaus. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Wir müssen nämlich doch noch ein bisschen was mit diesen Schnapsflaschen machen. Und zwar unsere Winschelrute drauf anwenden. Deswegen konnten wir die ganze Zeit auch nicht mit interagieren. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Ah, vielleicht? Da will er nicht. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle Okay, muss scheinbar woanders schon. sein. Laut Lösung war das nämlich hier, die. Na gut. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Oder ist das auch irgendwie verbuggt? Wäre etwas ungünstig. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Wie gesagt, mitnehmen will das ja auch nicht. Vielleicht jetzt? Oh, das würde mich ja wundern. Da tut sich was. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Aha, okay, man muss also die. Also die Schublade einfahren, bevor man da hingeht. Interessant. Aber gut. Dann nehmen wir die mit. Gut, dann dürften wir jetzt ja eigentlich alles fertig haben fürs Rezept, oder? Ja, das klare Wasser. Wurde noch nicht angezeigt. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Soll ich mal einen Schluck von trinken? Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Ah, gut, geht doch. Gut, dann dürften wir jetzt ja eigentlich alles zusammen haben, oder? Jawohl, gut. Dann ab zu Lorenzo. Und dann stellen wir uns mal eine Tasse Espresso her. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Na gut, dann holen wir ihm das gerade mal. Okay. Wegen des Pulvers. Schieß los. Ich hab schwarzes Pulver. Gut. Es ist aber kein Schwarzpulver, oder? Nein. Ich sag das nur, weil es extrem gefährlich wäre und. Ja, nein, nein, schon klar. Es ist einfach nur schwarzes Pulver. Wie im Rezept. Gut. Ja. Ich hab Aufputschmittel. Ah, hat dir Gizmo was gegeben? Naja, gegeben. Rumstehen lassen. In einem abgeschlossenen Medikamentenschrank rumstehen lassen. Ist doch egal. Ich bin überfragt. Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne. Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Dauert ja nicht mehr lange. Wegen des Wassers. Lass laufen. Ich habe klares Wasser. Was jetzt? Echt? Ja, hier. Das kann kein Wasser sein. Es ist klar. Was soll es denn sonst sein? Keine Ahnung. Ich finde, wir probieren es einfach damit. Weißt du, dass das letzte Mal gesagt hast, habe ich meinen großen Zeh verloren. Jetzt beschwer dich mal nicht. Einen hast du ja noch. Noch. Ich habe eine energiereiche Flüssigkeit. Ist das Batteriesäure? Vielleicht. Für wen ist dieser Wachmacher noch gleich? Für die Liebe meines Lebens. Da kann man ihr nur wünschen, dass du nicht lange lebst. Ah, das kennen wir, glaube ich, schon. Ich habe eine belebende Flüssigkeit. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was ist es? Das Zeug hat den mechanischen Bullen vorm Stadttor zum Leben erweckt.
Eine rötliche, belebende Flüssigkeit, deren Hauptbestandteil aus Bullen gewonnen wird? Wir sollten ihr einen Namen geben. Ich hab's. Red Rufus Superdrink. Meinst du? Ich dachte eher an... Red. Schon gut. Okay. Das hatten wir ja auch schon. Okay, dann... Ich schaff das schon. Geben wir mal noch das Zeug. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Ich gehe dann mal. Zutaten. Mach das. Haben wir ja schon. Okay, sollen wir das Zeug jetzt alles mal zusammenkippen? So. Dann. Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Hab ich doch schon. Ach so, sollen wir die Spritze... Moment. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Ah, gut. Okay, dann müssen wir es zusammenpacken. Ab in den Tank damit. Gut. So, dann Pulver. Ach, wahrscheinlich da in das geschlossene Fass. So, da rein. Das Pulver habe ich schon mal. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Oh, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Probieren wir es doch direkt mal an dem Papagei aus. Hey, du, aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Okay. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Können wir den eigentlich jetzt bei Toni abgeben, den Papagei? Gerade schauen. Ich speichere vorher mal sicherheitshalber ab. Nicht, dass wir das nachher, obwohl das ging neulich ja auch wieder. Weiß doch gar nicht, wie viel Speicherplatz haben wir hier eigentlich. Papagei. Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir.
Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Wahrscheinlich. Gut, dann versuchen wir doch mal, Goal zu erwecken. Mal schauen, ob das funktioniert. So, Tropf, Tropf. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Okay, und jetzt? Also müssen wir ihn doch wohl noch irgendwie loswerden, hm? Ich wette, er wäre immun dagegen. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal, etwas mit sich selber anzufangen. Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Was soll das werden? Das ist Medizin. Und wer ist hier der Arzt? Du. Okay, also scheinbar müssen wir ihn doch noch irgendwie ablenken. Die Frage ist, wie Narkotikum zum Beispiel. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung und dabei geht's ihm. Ach, warte mal, können wir vielleicht den Trichter da erstmal reinpacken? Was soll das werden? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Nicht, solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Und ich ihr behandelnder Bürgermeister. Okay. Also müssen wir die beiden irgendwie loswerden. Dietrich, Handschweißgerät. Ah, wir können vielleicht mit dem Erdmagnetfeld was ummachen. Nur was? Na gut, dann schauen wir mal, da ist ja wohl noch zu. Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Ja, gut. Hier unten ist so eine Aussparung, sehe ich gerade. Können wir das vielleicht dann da dran packen? Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Wo können wir jetzt dieses Erdmagnetfeld umverteilen? Tonis Laden ja wahrscheinlich eher nicht. Haben wir bei Wenzel noch irgendwas? Ich glaube, da können wir auch nichts großartig machen. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nachzujustieren. Oder sollen wir das vielleicht in dem... Ich glaube, hier müssen wir auch nichts großartig machen. Hast du noch was zu sagen? Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Oh. Bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Ich guck mal gerade in die Tipps nach, oder bei den Tipps nach. Was haben wir denn jetzt hier alles? Zutaten haben wir, das Zeug haben wir. Braun, jetzt müssen wir halt noch Gohl wecken. Beim Bürgermeister waren wir auch. Gut, steht schon mal nix dabei. Haben wir hier noch irgendwas, was wir noch... Den Feuerlöscher haben wir, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Ich fülle vielleicht nochmal einen Luftballon.
Wer weiß, wer weiß. Aber ich glaube, hier müssen wir auch nichts, oder? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich glaube, wir haben tatsächlich schon alles mitgenommen. Schauen wir doch mal. Beziehungsweise schauen wir gerade nach. Gut, der Doc hindert uns daran. Ah, gut. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Machen wir es halt so, wie es in der Lösung steht. Wie gesagt, wenn es mir dann doch, oder wenn ich halt gar keinen Plan mehr habe, schaue ich mal kurz rein. Das zumindest, ja gut, ist auch hier mit dem Dings ist etwas offensichtlich, mit dem muss man halt mal drauf kommen. Gut, brennende Karton. Was riecht denn hier so komisch? Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert! Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Okay. Super, hätten wir ihn schon mal abgelenkt. So, nehmen wir uns das Stethoskop mal noch mit. Ein Experte wie ich kommt auch ohne so einen Schnickschnack aus. Immerhin verfüge ich über einen hervorragenden Geruchssinn. Ja. Komm mal her, du Stethoskop. Na, endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Okay. Kann ich das? Ich glaube, ich muss das dann. Wenzel. Ah, wir haben die Tasche. Vielleicht ist ja doch mal zu was gut. Flup. Oh. Aber Rufus. Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So. Das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Ja, ich glaube, die haben noch ein bisschen was zu tun. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Plopp. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Und Prost. Sie sind gefeuert. Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Rufus? Alles okay bei dir? Puh.
Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Okay, dann sagen wir mal Hallo. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Also, redet Kauderwelsch, ich glaube, das ist eigentlich normal bei Frauen, oder? Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Mhm. Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nimmel, Fremdsinne? Läuft. Komm zu dir. Sup. Kartoffelsup. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Hugel-Wugel? Basel-Fasel, nimm. Mammelframs? Bim-Fidi-Bum-Klopp-Klopp. Na gut. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plem-plem. Plem-klem. Tatteratetim. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Kann spann ran drauf auf ab, babalabab, kuckuck. Aber abakadabe palabe palabe. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Ja, schon. Gut, wir haben wieder neue Aufträge. Die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank ganz oder fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.